Moin, willkommen am Hauptbahnhof in Zwickau. Wir sind hier im Bereich der Bahnsteigzugänge. Zwickau Hauptbahnhof ist ein Trennungsbahnhof in Keilform. Die aus Richtung Werdau und Reichenbach gemeinsam ankommenden Bahnstrecken trennen sich hier in eine Strecke nach Chemnitz und Dresden und eine zweite Strecke nach Aue und Schwarzenberg. Dazwischen liegen das Empfangsgebäude und weitere Nebengebäude wie auf einem Keil. Dieser Bahnsteigtunnel führt zu den Gleisen 5 bis 8 an der Strecke nach Aue. Der zweite Bahnsteigtunnel führt zu den Gleisen 1 bis 4 an der Strecke nach Chemnitz. Und hier führen beide in die Vorhalle, die wir am Anfang schon gesehen hatten, mit dem Bild der Stadt Zwickau. Hier seht ihr den Blick in der Gegenrichtung, zu den beiden Bahnsteigtunneln hin. Das Empfangsgebäude wurde in den Jahren 1933 bis 1936 gebaut. Der klare Stil wurde noch von der Bauhauszeit beeinflusst. Das spiegelt sich auch in den Beschriftungen und der Beleuchtung wider. Hier gibt es sogar einen Wartesaal. Dort gibt es dieses Gemälde eines Triebwagens Baureihe 612. Diese Fahrzeuge fuhren hier in den 2000er Jahren. Sehen wir uns nun in der Schalterhalle um. Die Beschriftung über der Modellbahn ist spiegelverkehrt, warum auch immer. Auch hier gibt es eine der klassischen Groschengrab-Modellbahnen. Gehen wir hinaus auf den Bahnhofsvorplatz. Die große Uhr ist schon von weitem zu sehen. Hier fahren viele Stadt- und Regionalbusse ab. Die Straßenbahn fuhr früher einmal dicht vor das Empfangsgebäude. Heute liegen die Gleise hinter den Bussteigen. Im Sommer 2022 fuhren hier allerdings keine Straßenbahnen. Auch mit Elektro-Tretrollern kann man in die Stadt fahren. Gehen wir nun wieder zurück zu den Bahnsteigen. Ein Triebwagen der Vogtlandbahn kommt von Westen her an.
Es gab hier früher noch einen zweiten Bahnsteigtunnel, der jetzt nicht benutzbar ist. Dieser Regionalexpress RE3 fährt aus nach Hof. Das Ausfahrsignal wird auf Fahrt gestellt für den RE in der Gegenrichtung, nach Dresden. Hier kommt er an und fährt kurz darauf weiter. Wenig später fährt diese Regionalbahn nach Dresden. Noch ein paar Ansichten von den Bahnsteigen der Dresdner Bahnhofseite. Dann gehen wir hinüber zur Schwarzenberger Bahnhofseite. Oben stehen zahlreiche historische Fahrzeuge. Hier kann man gut die Keillage des Empfangsgebäudes sehen. An Gleis 8 steht eine Regionalbahn nach Schwarzenberg und Johanngeorgenstadt zur Abfahrt bereit.
Die Bahnhofsuhr ist auch nachts gut zu sehen. Damit sage ich für heute Tschüss und bis zum nächsten Mal.